Hallo, guten Tag, dobar dan, dobrodošli u jednu novu video lekciju za nemački jezik za početnike. Dakle, kako da počnete da pričate na nemačkom dok ste još uvek na osnovnom nivou, što mislim da je veoma bitno. Dakle, pre nego što krenete sa učenjem gramatike ili učite posebno, ali krenite odmah da pravite kratke, jednostavne rečenice i da ih izgovarate što je više puta moguće, izgovarajte ih zajedno sa mnom, ponavljajte i vidjet ćete, bit ćete zadovoljni sa svojim znanjem nemačkom i reći ćete, wow, već mogu nešto da kažem, još uvijek sam na početnom nivou. Mislim da je to najbitnije za početnike, da odmah krenu da pričaju, a ne da provode mesece učeći samo izolovane reči ili izolovana gramatička pravila, već pričamo od početka. Interesuje me šta mislite o ovakvoj vrsti vežbe, dakle pišite mi u komentarima da li vam se dopada. Krećemo odmah. Mein Zimmer ist hell. Also, mein Zimmer ist nicht dunkel. Mein Zimmer ist hell. Ich habe ein helles Zimmer. Mein Zimmer ist hell. Mein Zimmer ist nicht dunkel. Ich habe kein dunkles Zimmer. Ich habe ein helles Zimmer. Mein Zimmer ist hell. Mein Zimmer ist nicht dunkel. Und ich lese in meinem Zimmer. Ich lese in meinem Zimmer. Ich lese nicht in der Küche. Ich lese nicht in der Küche. Ich lese in meinem Zimmer. Mein Zimmer ist hell und deshalb lese ich in meinem Zimmer. Meine Küche ist nicht hell. Meine Küche ist dunkel und deshalb lese ich nicht in meiner Küche. Wo liest du? Wo liest du? Liest du in deinem Zimmer oder liest du in der Küche? Wo liest du gewöhnlich? Ein Buch oder Zeitung? Wo liest du? Ich persönlich, ich lese in meinem Zimmer, weil mein Zimmer hell ist und ich lese nicht in meiner Küche, in der Küche, weil meine Küche nicht hell ist. Nicht hell ist, weil meine Küche ein bisschen dunkel ist. Er lebt in der Nähe. Er lebt in der Nähe. Er lebt nicht weit, weit von hier. Er lebt hier in der Nähe. Er lebt nicht weit von hier. Und wo lebst du? Lebst du hier in der Nähe oder lebst du weit, weit von hier? Ich auch. Ich lebe auch hier in der Nähe. Ich lebe nicht weit. Und er lebt in der Nähe. Er lebt nicht weit. Und er trägt eine Brille. Er trägt eine Brille. Er trägt keinen Hut. Er trägt keinen Hut. Er trägt eine Brille. Und ich? Ich auch. Ich trage eine Brille und ich trage keinen Hut. Ich habe keinen Hut auf meinem Kopf. Ich habe eine Brille. Ich trage eine Brille und er trägt auch eine Brille. Er kann nicht gut sehen und deshalb trägt er eine Brille. Aber er trägt keinen Hut. Es ist nicht kalt. Er braucht keinen Hut. Es ist heiß. Und ich brauche keinen Hut auf meinem Kopf, weil es nicht kalt ist. Es ist heiß. Ich brauche keinen Hut. Ich trage keinen Hut. Aber ich brauche eine Brille. Ich trage eine Brille, weil ich nicht gut sehen kann. Und er braucht auch eine Brille, weil er nicht gut sehen kann. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze nicht auf dem Tisch. Ich sitze nicht auf dem Tisch. Gewöhnlich sitze ich auf dem Stuhl.
Ich sitze nicht auf dem Tisch. Und du? Wo sitzt du oder wo sitzt er? Auf dem Stuhl oder auf dem Tisch? Was machst du auf dem Tisch? Auf dem Tisch kann ich meinen Computer legen. Ich lege meinen Computer auf den Tisch und jetzt mein Computer ist auf dem Tisch, aber ich sitze auf dem Stuhl. Ich bin zu Hause. Ich bin jetzt zu Hause. Ich bin nicht im Park. Offensichtlich bin ich nicht im Park. Das ist nicht. Das ist kein Park. Das ist ein Haus. Das ist ein Zimmer und ich bin in meinem Zimmer. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin nicht im Park. Ich bin nicht im Park. Und wo bist du? Bist du zu Hause oder bist du im Park oder auf der Arbeit? Wo bist du? Ich lerne Englisch, ich lerne kein Deutsch. Ich lerne Englisch, ich lerne kein Deutsch. Eigentlich, jetzt lernen wir Deutsch. Wir lernen kein Englisch. Wir lernen zusammen Deutsch. Wir lernen Deutsch. Welche Sprache lernst du? Welche Fremdsprache lernst du? Lernst du Deutsch, Italienisch, Spanisch, Englisch? Welche Sprache lernst du? Ich esse einen Apfel. Ich esse morgens einen Apfel. Ich esse keine Birne. Ich esse keine Birne. Aber mein Mann isst keinen Apfel. Er isst eine Birne morgens. Er isst eine Birne. Er isst keinen Apfel. Ich esse einen Apfel. Ich esse keine Birne. Was isst du? Isst du Äpfel oder Birnen? Was isst du? Einen Apfel oder eine Birne? Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe ein Auto. Ich habe kein Fahrrad. Früher hatte ich ein Fahrrad, aber jetzt habe ich kein Fahrrad. Jetzt habe ich ein Auto. Was hast du? Hast du ein Auto oder hast du ein Fahrrad? Oder vielleicht hast du beide. Ein Auto und ein Fahrrad. Ich trinke Kaffee. Ich trinke jetzt keinen Tee. Wo ist Tee? Ich trinke Kaffee, ich trinke keinen Tee. Ich trinke Kaffee morgens, ich trinke keinen Tee. Gewöhnlich. Manchmal trinke ich auch einen Tee. Manchmal trinke ich auch einen Tee, aber meistens trinke ich Kaffee morgens. Meistens. Was trinkst du meistens morgens? Trinkst du Kaffee oder Tee oder etwas anderes? Mein Auto ist schwarz, mein Auto ist nicht weiß. Welche Farbe hat dein Auto? Hast du ein schwarzes Auto oder ein weißes Auto oder ein rotes Auto? Ich habe ein schwarzes Auto. Ich habe kein weißes Auto. Ich habe kein weißes Auto. Ich habe ein schwarzes Auto. Also, mein Auto ist schwarz, mein Auto ist nicht weiß. Und ich fahre mit dem Auto. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre nicht mit dem Bus. Zum Beispiel, wenn ich zur Arbeit gehe, fahre ich mit dem Auto. Ich fahre nicht mit dem Bus. Wie fährst du? Wie fährst du zur Arbeit? Fährst du mit dem Auto? Oder fährst du mit dem Bus? Oder fährst du mit dem Fahrrad? Oder gehst du zu Fuß? Zu Fuß gehen. Ich fahre mit dem Auto. Ich fahre nicht mit dem Bus.
Ich habe einen Hund. Ich habe keine Katze. Ich habe einen Hund. Ich habe keine Katze. Was hast du? Hast du einen Hund? Hast du eine Katze? Oder hast du keinen Hund, keine Katze? Oder hast du beide? Einen Hund und eine Katze? Mein Hund ist klein. Mein Hund ist nicht groß. Mein Hund ist klein, also ich habe einen kleinen Hund. Ich habe einen kleinen Hund. Ich habe keinen großen Hund. Ich habe keinen großen Hund. Ich habe einen kleinen Hund. Mein Hund ist klein. Er ist nicht groß. Ich arbeite vormittags. Ich arbeite nicht nachmittags. Wann arbeitest du? Arbeitest du vormittags oder vormittags oder nachmittags oder abends oder nachts? Wann arbeitest du? Ich arbeite vormittags, vormittags, zum Beispiel von 9 bis 13 Uhr. Ich arbeite nicht nachmittags, nachmittags. Er ist Lehrer, er ist kein Arzt. Er ist Lehrer, er ist kein Arzt. Also, was macht er? Was ist er vom Beruf? Was macht er beruflich? Was ist sein Beruf? Er ist Lehrer. Er ist Lehrer. Er ist kein Arzt. Er ist Lehrer. Er unterrichtet. Ein Lehrer unterrichtet etwas. Er unterrichtet Englisch. Er ist Lehrer und er unterrichtet Englisch. Er unterrichtet kein Italienisch. Oder er unterrichtet nicht Italienisch, er unterrichtet Englisch. Ich bin jetzt im Wohnzimmer. Ich bin jetzt nicht in der Küche. Ich bin gerade jetzt im Wohnzimmer. Ich bin nicht in der Küche. Und wo bist du? Wo bist du? Bist du im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Badezimmer oder in der Küche? Wo bist du? Ich sehe jeden Tag fern. Ich sehe jeden Tag fern. Aber ich koche nicht jeden Tag. Ich sehe fern. Ich sehe jeden Tag fern. Aber ich koche nicht jeden Tag. Ich koche nur manchmal. Und wie oft kochst du? Wie oft siehst du fern? Siehst du fern jeden Tag? Oder siehst du fern nur manchmal? Und wie oft kochst du? Kochst du jeden Tag oder kochst du nur am Wochenende? Kochst du nur manchmal? Sie hat lange Haare, sie hat keine kurzen Haare. Ich habe auch kurze Haare. Ich habe keine langen Haare. Ich hatte lange Haare, aber ich habe meine Haare schneiden lassen und jetzt habe ich kurze Haare. Sie ist höflich. Sie ist sehr höflich. Sie ist nicht unhöflich. Sie ist nicht unhöflich. Sie ist nett und höflich. Sie spricht Englisch. Sie spricht Englisch. Sie spricht kein Deutsch, leider. Sie spricht nur Englisch, aber sie lernt Deutsch. Und bald wird sie auch Deutsch sprechen. Sie möchte eine Jacke kaufen. Sie will keinen Rock kaufen. Sie will eine Jacke kaufen. Sie möchte keinen Rock kaufen. Sie braucht eine Jacke, weil draußen kalt ist. Sie braucht keinen Rock. Sie braucht eine Jacke und sie möchte eine Jacke kaufen. Was brauchst du? Was möchtest du kaufen? Eine Jacke, einen Rock? Oder etwas anderes. Eine Hose zum Beispiel. Die Tür ist offen, die Tür ist nicht geschlossen. Die Tür ist offen, die Tür ist nicht geschlossen. Die Tür ist nicht zu. Die Tür ist auf, auch auf oder offen, geschlossen oder zu. Das Licht ist an.
Das Licht ist nicht aus. Das Licht ist an. Das Licht ist nicht aus. Das Licht ist an. Es ist hell. Das Licht ist nicht aus. Es ist nicht dunkel. Wenn das Licht aus ist, ist es dunkel. Wenn das Licht an ist, ist es hell. Und man kann lesen. Er liest ein Buch. Er liest ein Buch. Er liest keine Zeitung. Er liest keine Zeitung. Er liest ein Buch. Ich lese auch ein Buch. Ich lese keine Zeitung. Was liest du? Er ist glücklich. Er ist glücklich. Er ist nicht traurig. Er ist glücklich. Es ist wichtig, immer glücklich zu sein. Versuchen, glücklich zu sein. Er ist nicht traurig. Mein Handy ist billig. Mein Handy ist nicht teuer. Mein Handy ist billig. Mein Handy ist nicht teuer. Wie viel kostet dein Handy? Ist dein Handy billig oder teuer? Aber mein Computer ist neu und teuer. Mein Computer ist nicht alt und billig, sondern neu und teuer. Und wie viel kostet dein Computer? Hast du einen neuen Computer oder hast du einen alten Computer? Ich habe einen neuen Computer. Die Kinder sind gut. Sie sind nicht frech. Die Kinder sind gut. Die Kinder sind nicht frech. Und das Wetter ist sonnig. Das Wetter ist schön und sonnig. Das Wetter ist nicht bewölkt. Es regnet nicht. Das Wetter ist nicht bewölkt. Es gibt keine Wolken im Himmel. Also das Wetter ist nicht bewölkt. Das Wetter ist sonnig. Der Fluss ist lang, der Fluss ist nicht kurz. Der Fluss ist lang, der Fluss ist nicht kurz. Und jetzt der Spaziergang ist angenehm. Das Wetter ist sonnig, der Fluss ist lang und wir gehen spazieren. Der Spaziergang ist angenehm. Der Spaziergang ist angenehm. Der Spaziergang ist gar nicht anstrengend. Es ist nicht anstrengend, es ist angenehm. Ich kaufe Brot. Ich kaufe keine Milch. Ich brauche Brot. Ich brauche keine Milch. Ich kaufe Brot, weil ich Hunger habe. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe keinen Durst. Ich habe keinen Durst. Und deshalb kaufe ich keine Milch. Ich habe Hunger und deshalb kaufe ich Brot. Sie arbeitet im Restaurant. Sie ist Kellnerin vom Beruf. Sie arbeitet als Kellnerin. Sie arbeitet in einem Restaurant. Sie arbeitet nicht im Büro. Sie arbeitet nicht im Büro. Sie arbeitet in einem oder im Restaurant. Das Auto ist schnell. Das Auto ist nicht langsam. Ich habe ein schnelles Auto. Ich habe kein langsames Auto. Ich habe ein schnelles Auto. Und was machst du gerade? Ich ruhe mich gerade aus. Ausruhen. Relax. Ich ruhe mich gerade aus. Ich arbeite nicht. Ich arbeite gerade nicht. Ich ruhe mich aus. Er schläft im Schlafzimmer. Er schläft nicht im Wohnzimmer. Wo schläft er? Im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer? Oder vielleicht in der Küche? Schläfst du manchmal in der Küche? Ich schlafe nicht in der Küche. Ich schlafe entweder im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer. Manchmal schlafe ich im Schlafzimmer, manchmal im Wohnzimmer. Er ist oft im Park. Er ist nicht oft im Supermarkt. Er ist oft im Park. Er ist nicht oft im Supermarkt. Er kauft auf dem Markt ein. Einkaufen. Er kauft auf dem Markt ein. Er kauft Lebensmittel auf dem Markt ein. Er kauft nicht im Supermarkt ein. Er kauft nicht im Supermarkt ein. Er kauft auf dem Markt ein.
Das ist alles.